Das ist Johanna. Johanna arbeitet im Bildungsbereich und ist immer an neuen Methoden interessiert. Kürzlich hat sie den Begriff EduCamp aufgeschnappt und anschließend gegoogelt. Die Suchergebnisse verwirren sie. Das EduCamp ist ein Barcamp, das heißt eine selbstorganisierende Mitmachkonferenz, was immer das heißt. Und hat irgendwie mit Bildung zu tun. Das ist interessant für sie. Sie findet Informationen zum nächsten EduCamp, das schon sehr bald stattfindet. Da nur noch ein Platz frei ist und die Teilnahme kostenlos ist, meldet sie sich einfach online an. Im Forum findet sie eine Mitfahrgelegenheit und eine Unterkunft ist auch schnell besorgt. Was sie allerdings nicht findet, sind Programminhalte. Die Konferenz wirkt unstrukturiert. Es gibt viele interessant klingende Themenvorschläge, die online diskutiert werden, aber lediglich einen leeren Stundenplan. Johanna ist neugierig und lässt das EduCamp einfach auf sich zukommen. Inzwischen ist es soweit. Der erste Tag des EduCamps beginnt. Nach einer kurzen Begrüßung durch das Organisationsteam stellt sich jeder Teilnehmer mit Namen und drei Schlagwörtern vor. Dann stellen viele Teilnehmer ihre Sessionvorschläge vor und es wird per Handzeichen abgestimmt, ob diese Interessenten finden. Wenn ja, bekommen die Sessions einen Platz im Sessionplan. Und schon hat Johanna ein Problem. Gleich bei der ersten Session kann sie sich nicht entscheiden. Zu viele interessante Themen, zu viel Neues, das sie noch nicht kennt. Sie entscheidet sich für die Session, wie funktioniert ein EduCamp? Beim Studieren der Tweets auf der Twitter-Wall beschließt Johanna, dass sie sich nun lang genug damit beschäftigt hat, wie ein EduCamp funktioniert. Nun möchte sie richtig mitmachen. Sie stimmt ab, und zwar mit den Füßen, verlässt die Session und wechselt zu einer anderen. Denn so macht man das hier. Die Sessions laufen alle ähnlich. Meist gibt es einen kurzen Input und dann eine Diskussion, die gemeinsam auf der Online-Plattform dokumentiert wird. Johanna fühlt sich wohl. Sie wird geduzt, kann sagen, was sie denkt und beitragen, wo sie Interesse hat. Hierarchien spielen keine Rolle. Alle sind hier Experten. Abends geht es dann doch noch in eine Bar. Hier kommt Johanna ins Gespräch mit August, der Lehrer ist. Es entwickelt sich eine spannende Diskussion um die Frage, ob soziale Kompetenzen durch die Benutzung von Online-Medien erlernt werden können. Die beiden sind sich uneinig und beschließen am folgenden Tag, eine Session zu diesem Thema anzubieten und die Frage mit anderen Teilnehmern zu diskutieren. Am Morgen des zweiten Tages setzen die beiden sich kurz zusammen und planen ihre Session. Die Session selbst ist dann sehr spannend, denn die Teilnehmer bringen ganz neue Argumente an, die Johanna und August vorher gar nicht gedacht hatten. Auch während des zweiten Tages hat Johanna einige Erkenntnisse und Ideen, stellt sie zur Diskussion und gibt sie weiter. Am Ende des Tages kommen noch einmal alle EduCamper zusammen und geben in großer Runde Feedback. Zwar strömen die Teilnehmer nun auseinander, aber sie bleiben online bis zum nächsten EduCamp in Kontakt. Schon jetzt hat Johanna neue Ideen für das nächste EduCamp, die sie bis dahin online mit den anderen diskutieren möchte.